merkt man eigentlich zum Beispiel, ja, der ist nichts. Und der Mount Everest, das ist ein Berg und kein Bichel. Und der Großglockner ist ein Bichel, also ein großer Bichel. Also, nein. Sag mal, der Großglockner ist eine Mischform zwischen Mount Everest und Spittelberg. So ist es. Wenn ich die Mama anrufe, dann sagt sie wieder, bist eh gescheit umgezogen. Und Mädel, hast du wohl gescheit gegessen? Mama, ich hänge in der Felswand am Großglockner. Ja, hast die Wohnung mindestens zusammengegangen? Na, mühsam. Mütter müssen so sein. Lieb, aber mühsam. Ich kann den Papa anrufen. Der sagt mir dann wieder, wie mühsam es mit der Mama ist. Die Bianca rufe ich an. Das ist eine super Freundin. Die hat zwei Kinder, dann geht es wieder so. Bianca, hoch zu, ich bin am Großglockner in der Felswand und ich komme nicht mehr auf. Und hallo, Bianca. Ja, hallo, ich höre dich eh. Ja, schrei doch nicht so. Ja, ich habe ja andere Sachen auch zu tun. Pass mal auf, ich bin gleich wieder da. Leonie, was hat die Mama gesagt? Leonie, nein, das wird jetzt zusammen. Nein, Leonie, lass die Haare vom Lukas los. Leonie, du, Bianca, hörst du mich? Am Großglockner. Hallo. Bianca, bitte brüll mich nicht so an, mir reichen die Kinder schon, ja? Mach halt ein Foto und stell's auf Facebook, ja? Ich komme ja überhaupt nicht mehr raus. Bianca, hallo? Na. Menschen mit Kindern kommen in Notsituationen vergessen. Die sind ja selber permanent in Not. Dann bist du Gott. Ja. Obwohl, ganz glaube ich dir das nicht. Ja, weil du stur bist. Ich bin nicht stur, ich glaub's da einfach nicht. Ja, dann glaub's halt nicht. Okay, was steht im Korintherbrief Absatz 3, 4? Ha? Keine Ahnung. Du willst schon was stehen. Irgendwas von Nächstenliebe. Seid's nicht deppert. Habt's euch lieb. Gebietet euch überhaupt keine Ahnung. Das muss man schon beweisen. Wer war's denn mit einem Wunder? Ein Wunder? Ich mach mich doch da nicht zum Affen. Die glauben Willen, glauben auch ohne Wunder. Und die anderen, die so sein wie du, ja, die anderen, die so sein wie ich, die sind auf jeden Fall in der Überzahl. Na gut. Wie soll ich das beweisen? Soll ich das rote Meer teilen? Ja, meinst du, das hilft? Nein, überhaupt nichts. Aber da hab ich halt Übung. Bitte, du musst mir helfen. Ja, wegen mir sei man nicht da. Warst nicht aufgestiegen? Da Schnitt einhängen. Geh bitte, du warst ja noch nie in so einer gefährlichen Situation. Ja, ich gerade ja auch nicht unnötig auf Bergau. Das war überhaupt nicht unnötig. Also, weil ich hab mir gedacht, du bist da, weil die Betty in 3,5 Stunden oben war und du das jetzt kontrollieren willst. Ja. Deswegen auch, aber ich schaff's ja eh nicht. Ja, was? Ja, hast du einen Klopfer? Ja, wärst du jetzt persönlich, oder was? Ja, du kannst dich nicht aufgeben. Ja, aber das ist so steil, das geht ja nicht. Geht da schon. Was? Geht da nicht? Geht da schon? Nomen est.